Hallo ihr Lieben, Freunde der Wunschvorträge, Facebook-Familie, Hörer und Seherin von Krügers Magischer Bibliothek. Heute im Wunschvortrag möchte ich zu einem Thema sprechen, was gerade in dieser Corona-Krise ein wichtiges Thema ist, ohne dass irgendjemand sagen muss, falsch und richtig. Einfach als Hinweis, als Basisinformation, als Erfahrung aus einer Jahrtausende alten Medizin. Ich möchte heute über das Thema der Säftelehre reden oder moderner der Humoralpathologie. Der Lehre von der krankhaften Durchmischung und krankhaften Zusammensetzung der Körpersäfte, die dann wiederum zu einer Schädigung des Milieus führt und darüber wiederum zu einer Schwäche unseres Immunsystems und dann zu einer Anfälligkeit für externe Erreger, Seuchenzüge etc. Ja, im Augenblick jede Menge Jäger der, Virenverleugner gibt. Und ich bin der Letzte, der sagt, es gibt keine Viren. Den Jägern das einfach nur mal kurz vorher halten. Ich sage nie, es gibt keine Viren. Und ich sage auch nicht, dass wir an Viren nicht auch krank werden können. Das sage ich alles überhaupt nicht. Aber ich sage auch, dass jemand, der ein starkes Immunsystem hat, der gut gemischte Säfte hat, der Abwehrzellen hat, wie Wilhelm Reich das nachgewiesen hat mit seinen lichtmikroskopischen Untersuchungen, die eine starke Aura haben, dass Menschen, die das haben, gar nicht oder sehr viel schwächer an irgendwelchen Erregern erkranken, wie andere, die das alles nicht haben. Bevor der Robert Koch uns einen Einblick in die Welt der Erreger vermittelt hat, der durchaus menschheitsgeschichtlich wichtig war, es gibt die ja auch. Und Rudolf Steiner hat zum Beispiel erklärt, warum es die gerade so viel gibt. Das liegt nach Steiner an unserem wirklich boshaften Umgang mit unseren Tiergeschwistern, sagt Steiner vor 100 Jahren. Und die kommen denn in Form von solchen Mikroben zurück, um uns einfach zu zeigen, dass dieser Umgang verheerend ist. Und einen Menschen, den ich ja schon immer geehrt habe, absolut geehrt habe, der mein Leben vor 45 Jahren total beeindruckt hat, mit einem Buch, was er damals mit seinem Freund und Weggefährten Thorwald Detlefsen zusammengeschrieben hat. Krankheit als Weg, mein wirklich hochverehrter und mein Held dieser Krise, Dr. Rüdiger Dahlke. Der erzählt ja immer wieder diese Geschichte, dass die Dänen nach dem Krieg wenig zu essen hatten, wenig Fleisch hatten, so gut wie gar kein Fleisch hatten. Und sich fast zwangsvegetarisch und sich fast zwangsvegan ernährt haben. Und als denn die spanische Grippe kam, ging diese spanische Grippe an diesem zwangsvegetarischen oder zwangsveganen Volk einfach vorüber. Ja, und da muss ich dem Rüdiger einfach wahnsinnig danken, weil ich bin der Letzte, der so tut, als wenn er sich total toll ernährt. Aber ich weiß einfach, dass die Ernährung für unseren Säfteorganismus ganz zentral ist. Ich habe so ja mal einen Traum gehabt. Das ist das Einzige, was ich fünfmal habe nachtesten lassen, weil ich es so schrecklich fand, wo mir von einem Engel offenbart wurde, wie ich innerhalb weniger Tage zu 100% gesund und erleuchtet werden würde und das irreversibel. Und der Engel hat gesagt, Grüntee und Obst. Und das weiß ich. Wenn ich nur eine Woche Grüntee und Obst zu mir nehmen würde, wäre ich alle meine ernährungsbedingten Beschwerden los und würde wahrscheinlich doppelt so gut denken. Ich habe mal für eine Freundin
3 Monate, weil die sich so Sorgen um mich machte, aus Liebe zu ihr vegan gelebt. Und meine Beschwerden waren innerhalb von 3 Tagen um 70% besser. 3 Tage nur, das muss man sich mal vorstellen. Also Rüdiger Dahlke, ich hoffe, dass das Wissen jetzt nach dieser Corona-Krise ganz viel Anklang findet und dass dein Wissen in dieser Nach-Corona-Welt neu gehört wird zum Wohle unserer Brüder und die Schwester, dass die sich nicht als böse Erreger wieder reinkarnieren müssen, um uns durch solchen Züge zu belehren, aber auch, dass unsere Säfte stabil und sauber sind, damit wir gar nicht auf diese Erreger so ansprechen. 2 Dinge. Ich möchte einmal Hildegard von Bingen erwähnen, die ja eine der großen Vertreterinnen dieser Säftelehre war und die ja auch ganz, ganz viel Wert auf Ernährung legte. Dinkel, Maroni, Fenchelkost, für die, die jetzt keinen grünen Tee und Obst wollen. Dinkel, Maroni und Fenchel und du bist nach 4 Wochen 90% deiner Beschwerden los. Wobei in der demokratischen Medizin kannst du ja sogar testen lassen, was ist für dich die richtige Ernährungsform. Und was Hildegard von Bingen immer wieder gemacht hat, aber ganz anders wie die klassischen Ärzte, wo Hahnemann ganz starke Kritik geübt hat. Hildegard hat auch zur Ader gelassen, aber nicht literweise, bis der Patient leer war, sondern der Hildegardsche Aderlass, kann man alles im Internet nachlesen. Meinem großen Hildegard-Lehrer Wiedgard Strelow zutiefst die Ehre gegeben. Liebster Wiedgard, danke, 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 was ich alles von dir über Hildegard von Bingen lernen durfte. Unbeschreiblich. Und dann sticht man den Patienten in die Venen, lässt das Blut rauslaufen und man nimmt aber nur so viel Blut ab, wie das Blut dunkel und dick und klebrig ist. Und manchmal sind es nur 10 Milliliter und dann springt das Blut regelrecht um und wird hellrot. Lest mal sehr genau alles über diesen Hildegardschen Aderlass nach. Und der Hildegardsche Aderlass zusammen mit der Fenchel-Dinkel-Maroni-Kost ist etwas ganz, ganz Hilfreiches in der Hildegard-Medizin. Und wir wissen ja auch von Wilhelm Reich, dass der Krebs nicht wie eine Tragödie über uns fällt, sondern dass der Krebs dann entsteht, wenn unser Immunsystem zu schwach ist, diese ja ständig entstehenden Krebszellen im Grunde immer wieder zu überwinden. Und da ja nun nicht alle von uns 3-mal täglich total orgastisch potenten Sex haben können, schade, aber ist nun mal einfach nicht so. Und da nicht alle von uns jeden Tag 1/2 Stunde Krebsschiegung machen, ist es tatsächlich so, wenn man jemand hat in der Hildegard-Medizin, der eine Tendenz zum Krebs hat, man mit ihm etwas macht, was für mich eine total schöne Erklärung der Humoralpathologie ist. Man macht mit ihm eine Wasserlinsenkur. Man gibt ihm ein Wasserlinsen-Elixier. Und wer sich mal die Wasserlinse anguckt, in Brandenburg nennen wir das Entengrütze. Die kommt vermehrt vor auf Tümpeln und auf Seen, die umgekippt sind, wo das Immunsystem zusammengebrochen ist. Und da siedelt sich mit einmal ganz viel Wasserlinse an. Und wenn der Tümpel wieder gesund ist, verschwindet die Wasserlinse wieder ein bisschen. Also ich habe in meinen onkologischen Therapien besonders in den Therapieformen, wo jetzt, sagen wir mal, der Krebs noch nicht wirklich stofflich manifestiert ist, sondern wo man ein Krebsvorgeschehen hat, schlechte Paps, ohne dass man jetzt schon sagt, Mensch, das ist ein Tumor des Cervix. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten über Steigebilder, wo man ja auch denn die Mistel einsetzt, zu sehen, dass das Immunsystem schwach ist oder natürlich durch den Test. Dass wenn ich da über längere Zeit, 2, 3, 4, 5, 6 Monate regelmäßig Wasserlinse zur chronisch-miasmatischen Kur homöopathischer Natur gebe, dass dann die Immunologie sich total verändert und der Patient nicht mehr ständig seine Erkältung kriegt.
Also da kann man ja genau testen, was der Patient braucht. Hey, mein Swami Sven, zum Beispiel ist das Lotus Sutra, geht alle auf die Seite Fechners Universum. Da könnt ihr zweimal täglich mit meinem Swami Sven chanten. Mein Swami Sven Fechner ist für mich der absolute Krisengewinn. Ich habe am Beginn der Krise von ihm nochmal eine Einführung in das Lotus Sutra gekriegt, was ich jetzt täglich, während ich die Stehübung mache, singe. Bitte, 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 geht auf die Seite Fechners Universum, singt mit dem Swami Lotus Sutra, am besten bei der Stehübung. Hört euch die wunderbaren Vorträge an, die der Swami über das mantrische Singen und Chanten gemacht hat. Und es ist im Grunde eine Arbeit an unserem Saftsystem. Das Mantra setzt unsere Zellen in Bewegung, unser Immunsystem steigt. Also Mantrenchanten ist genauso wichtig und heilsam wie Wasserlinse. Ja, das Immunsystem, das Säftesystem. Hildegard spricht ja von einer Melange, von einer Melancholie, die im Grunde unser Blut dick und schwarz werden lässt. Und dann wird alles schwer, dann wird alles dunkel, dann sinken die Lider. Und wenn ihr mit solchen Leuten vegane Kost macht oder Fenchel, Maroni, Dinkel, wenn ihr sie zur Ader lasst, wenn ihr sie dazu bringt, die Stehübung zu machen, das Halleluja zu machen, ein bisschen Yoga zu machen, wenn ihr sie dazu bringt, mit dem Swami zweimal täglich zu chanten, wenn ihr ihnen einen Hildegardschen Aderlass macht, wenn ihr ihm die Wasserlinse gebt, wenn ihr ihm dann noch das passende homöopathische Mittel oder die drei passenden homöopathischen Mittel nach Ewald Stötteler gibt, dann merkt ihr, wie diese Säfte sich wieder entmischen, wie die Säfte wieder gesund werden, wie der Mensch wieder ein klares Auge kriegt. Das sieht man auch alles total in einer Iris-Diagnose. Und dann erkennt ihr, dass man wunderbar Psyche, alles toll, prozessorientiert, alles toll, aber solange die Leber scheiße ist, solange der Darm nicht in Ordnung ist, solange die Säfte vermischt sind, die Melange den Körper überschwemmt. Darum ist ganz wichtig, Hydrokolontherapie, Günther Zimolong, einer meiner wunderbarsten Kollegen, immer dran denken. Also alles solche Sachen sind total wichtig, um den Menschen wieder in eine Säftebalance zu bringen. Wer sich über die Energetik, auch die zelluläre Energetik des Krebses, weiter vertiefend informieren möchte, soll bitte Wilhelm Reich lesen, die Entdeckung des Orgons, die Funktion des Orgasmus und der Krebs. Und da lernt er ganz viel über die energetischen, aber auch humoralpathologischen Seiten des Krebses. Ich möchte abschließen mit zwei kleinen Geschichten, wo ich zeigen möchte, nicht, dass es keine Viren gibt. Ihr Virus, ihr Virusverleugnungsjäger, haltet die Hammer fest, steckt die Nägel wieder ein. Den Krüger müsst ihr nicht kreuzchen, weil der Krüger hält Abstand. Der Krüger trägt auch zur Not einen Mundschutz, auch wenn er eigentlich glaubt, dass es an etwas anderes liegt. Aber der Krüger ehrt sehr, sehr, sehr eure Angst und der tut's für euch. Für mich muss ich es eigentlich nicht tun, aber ich tue es für euch. Das ist für mich auch ein solidarischer Akt. Auch auf mein Berühren mit anderen gerade zu verzichten. Ich verzichte es für euch, weil ich weiß, dass eure Angst auch immunstörend wäre. Ja, aber der Krüger weiß, und da gibt es ganz viele Beweise für, dass ein starkes Immunsystem von Viren um ein Vielfaches schwächer angreifbar ist und auch natürlich von Bakterien, wie ein starkes Immunsystem. Und da sind wir ja bei Pasteur, der mal gesagt hat, das Milieu ist alles, die Erreger sind sekundär. Da sind wir bei Pettenkofer, dem Begründer der modernen Hygiene, der im echten Fight war mit Koch. Der hat ja mal gesagt, der Bacillus ist es, der Erreger ist es. Und da hat Pettenkofer mal gesagt, nein, Herr Dr. Koch. Es ist nicht der Erreger, es ist das Milieu und das werde ich ihm beweisen.
Und dann nahm er ein Reagenzglas, da waren Erreger drin. Gibt's unterschiedliche Geschichten. Die einen sagen, da waren Tuberkelerreger drin, die anderen sagen Cholera. Ist eigentlich egal. Es war etwas sehr Gefährliches drin. Und der Pettenkofer trank das, um dem Koch zu beweisen, seine Theorie stimmt nicht. Jeder hat irgendwie Recht, aber es geht ja nicht darum, wer Recht hat. Ich möchte ja einfach nur, dass ein Pluralismus sein darf, dass alles gedacht werden darf. Das ist ja die schlimmste Seuche, die wir im Augenblick haben, dass wir uns die Redlichkeit absprechen und dass wir einfach nicht mehr zuhören. Wir versuchen nicht zu verstehen. Das ist die furchtbarste Nebenwirkung dieses Virus, dass er uns so hartherzig macht, so engstirnig und so, Gerlinde Stahl, so unsolidarisch. Und jetzt kommt meine Scheichin Gabi Happe. Hey, hey, Gabi, Riesenfreude, Riesenehre. Ich freue mich, dich so zu sehen. Und ich glaube, es sind bloß noch 2 Tage, dann treffen wir uns auf der Terrasse der Samuel-Hahnemann-Schule. Ganz, ganz schön. Dann werde ich dir meine neuen Blumenzüchtungen vorstellen. Ja, und dieser Pettenkofer trank es und er bekam natürlich nichts, weil er war ein vitaler, durchsetzungsfähiger, wahrscheinlich auch erotisch aktiver Mensch. Und dann gab es aber auch von ihm so ein paar dünne, schmal, lippige, blasse Doktoranten, also Assistenzärzte oder wie man es hieß. Die wollten es jetzt ihrem Meister gleich tun, aus tiefer Solidarität und vielleicht sogar aus guter Absicht. Die tranken das Zeug auch und die Hälfte erkrankte. Also, wo das Milieu nicht stimmt, wird auch der Bacillus, der Virus, das Bakterium, sein Werk verbringen, vollbringen können und den Menschen krank machen. Aber wo das Milieu stimmt, und da bin ich mir sicher, wird es entweder zu keinen Infektionen oder nur zu sehr viel weniger und zu sehr viel milderen Infektionen kommen, wie uns jetzt ja schon ganz viele Ärzte allen voran. Mein Vorschlag für den nächsten Nobelpreis, unser wunderbarer Professor Streeck, ja auf so liebevolle, undogmatische und unwahrscheinlich charmante und höfliche Art und Weise ständig auch jetzt erzählen. Und ich hoffe, dieser Mann wird in unserem Land noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, weil ich finde den großartig. Hat ganz viel mit Wissenschaftstrauma geheilt bei mir, dass es so einen tollen Wissenschaftler geben kann. Wobei, gibt ja jetzt auch ein paar andere, die dieses Trauma schon heilen, aber der besonders. Bin sehr glücklich, dass es den gibt und wünsche ihm wahnsinnig viel Erfolg. So wie ich meinen Schweden wahnsinnig viel Erfolg auf dem Weg wünsche. Und ich wünsche mir natürlich, dass solche Dinge wie Hildegard von Bingen, wie Wilhelm Reich, wie Dr. Dahlke, wie wir Homöopathen auch Krisengewinnler sind und die Menschen begreifen, darum sage ich immer, Heilpraktiker ist gerade der wichtigste Beruf der Welt. Geht zu Hanna Lettmann in ihre Kreise, lernt bei Hanna Lettmann Heiler werden, Homöopathie, meine wunderbare Hanna, ich grüße dich, ich grüße dich, ich grüße dich. Große Ehre, dass du da bist, meine Lebensretterin, hey, hey, meine Hanna, danke, danke, danke. Ich glaube tatsächlich, dass wir Heilpraktiker und natürlich auch naturheilkundlich arbeitende Ärzte wirklich die einzigen sind, Hotte, hey Hotte, Scherete, Scherete, Scherete. Kreta-Diät fällt mir bei Hotte gleich ein. Die Kretaner kriegen auch viel weniger Krankheiten wie die anderen Leute, die ständig nur Nudeln essen. Nudeln, sagt man, sollen nicht gut fürs Immunsystem sein. Viel Tzatziki, viel Zippo und ganz viel Fisch. Super Immunsystem, super Säfte. Und die Griechen, gerade die Kretaner, sehen gut durchsaftet aus. Alexis Sorbas und viel tanzen. Tanzen ist wahnsinnig gut für die Säfte. Mindestens genauso gut wie Krebs-Qigong, wie Qigong, wie Tai Chi, wie Aikido, wie Wing Chun etc. etc. Ja, eine Geschichte noch, die mich sehr, sehr, sehr berührt hat. Ich habe ja eine Menge Menschen betreut und auch bis in den Tod betreut, die an AIDS erkrankt sind. Und da gab es ja auch Leute, die gesagt haben, den Virus gibt's nicht. Halte ich für relativ schwachsinnig. Weil ich habe ganz viele Menschen an diesem Virus oder was immer der auch ist, sterben sehen. Und es waren meine größten Niederlagen meines beruflichen Lebens. Es war furchtbar.
Ich bin fast verzweifelt an diesen Toten und ich konnte nicht helfen. Andere auch nicht, aber auch ich nicht. Und es war das erste Mal, dass ich glücklich war, dass es schulmedizinische Medikamente mit einmal gab. Wobei ich habe nichts gegen schulmedizinische Medikamente. Ich bin der Meinung, dass sie 90% zu häufig angewandt werden, meistens aus Angst. Medizin wird ja ganz viel von Angst im Grunde in unserem Land auch gesteuert. Weil wenn ich gute Schulmedizin mache und alles mache, was lega artis ist und der Patient stirbt, dann bin ich fein raus, kriege ich keine Regresse. Wenn ich aber etwas anderes mache für die Angina Belladonna oder für die Corona-Pneumonie Bryonia gebe und der Patient stirbt, kann ich, wenn ich Pech habe, Regresse kriegen und ich als Heilpraktiker darf es ja sowieso nicht behandeln. Also ganz viel, was in unserer Medizin passiert, ist aus Angst. Hört euch nochmal meinen Corona-Vortrag zum Thema Arsen an. Da spreche ich durch Angst, über Angst im Verhältnis zu Seuche, Corona und Schulmedizin. Ja, und dann habe ich aber was erlebt und es hat mich sehr stutzig gemacht. Ich hatte drei Patientinnen, die kamen aus einer Selbsthilfegruppe zu mir in die Praxis. Und die waren in einer Selbsthilfegruppe, wo Frauen von ehemals drogenabhängigen Männern waren. Und die waren schon mit ihren Männern 20, 15 Jahre zusammen und hatten wunderbare Beziehungen und wunderbaren Sex und ungeschützten Sex mindestens einmal täglich. Und als dann diese AIDS-Problematik rauskam und die Männer sich haben auf AIDS testen lassen, weil man natürlich damals auch rauskriegte, dass ganz viel AIDS-Übertragung durch Drogen passiert waren, waren alle diese drei Frauen virusnegativ. Es waren vitale Frauen, es waren starke Frauen mit guten Säften, mit einem super ausbalancierten Immunsystem. Die machten Yoga, die ernährten sich vegetarisch etc. Und die hatten reichlich Viruskontakt. Aber es war ihnen nichts passiert. Keine ESO-Theorie, keine Verschwörung. Das habe ich erlebt in meiner Praxis. Und ich habe auch viele Krankenschwestern erlebt, die sich in ihrer Pflegetätigkeit mit AIDS-Blut, mit Hepatitis-Blut infiziert haben, indem sie sich in den Finger gestochen hatten und die viel Angst hatten. Ich habe ihnen die Angst genommen. Ich habe gesagt, du ernährst dich so toll, du hast guten Sex, du bist gut aufgestellt, hab keine Angst. Und ich habe bei keiner erlebt, dass die anschließend infiziert waren. Das kann ich einfach nur sagen, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ich hab's erlebt, unterstellt mir bitte Redlichkeit und unterstellt mir bitte, dass ich nicht lüge. Jetzt kommen die Nächsten und sagen, das Unbewusste verträgt keine Verneinung. Bitte jetzt nicht so lykopodisch sein. Ich meine es jetzt gerade sehr ernst. Und es ist mir gerade alles sehr wichtig, was ich hier sage. Ich sage jetzt nicht, dass alle Vitalen im Park oder wo auch immer ungeschützten Geschlechtsverkehr habe. Ich bin weiterhin für geschützten Geschlechtsverkehr, wenn ich nicht weiß, wer das ist, mit dem ich da Geschlechtsverkehr habe. Ich rate auch jetzt immer noch von unbekannten Sex ab, ohne geschützt zu sein. Und da geht es gar nicht um AIDS, da geht es um Trichomonaden, Chlamydien, Tripper, Syphilis, alles Krankheiten, die im Augenblick total explodieren. Aber ich glaube eben nicht, dass es alleine der Erreger ist, der uns krank werden lässt. Ich glaube tatsächlich, dass es das Milieu ist. Und darum lasst uns das Milieu pflegen. Und ich sage nochmal, wir können es von niemand besser lernen, wie von Dr. Rüdiger Dahlke. Lest seine Bücher, guckt seine Videos, geht in seine Seminare. Studiert nebenbei noch Hildegard von Bingen, geht in die Kurse von Wiedgard Strelo, lest seine Bücher, lernt Hildegard von Bingen Medizin. Geht zu Immo Hagedorn, lasst euch über die Steine informieren, die das Immunsystem im Grunde aufbauen. Es gibt so viel Tolles. Nehmt Kurkuma, macht all diese wunderbaren Dinge, nehmt Heilpilze, gab es einen tollen Vortrag bei United to Heal über Heilpilze. Schluckt Wasserlinse, macht Qigong, habt guten Sex, macht Yoga, singt das Lotus Sutra. In dem Sinne, ich wünsche euch gute Durchsaftung für dich und mich und die Erben der Zukunft.